Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen weiter mit dem Einladungsereignis von Beidou und wir machen mit dem letzten Ausgang 5 von 5, also mit dem fünften Ausgang weiter. Und dazu starten wir schon mal ein bisschen weiter vorne. Unterhaltung unter vier Augen. Und dafür müssen wir uns wie so oft zur Krux teleportieren an einen ruhigen Ort. Und ja, diese Auswahlmöglichkeit haben wir natürlich schon gewählt bei Ausgang Nummer 4. Deswegen werden wir jetzt wieder skippen bis dahin, wo die Entscheidung kommt, die uns in die andere Route schickt, in die andere Richtung, zum So after letzten we dropped Ending. you off in Rito, we found a shipwreck nearby. We searched the wreckage. At first, Genau, I das thought heißt that jetzt after a erstmal closer skip. look, I realized it wasn't Ich an würde jetzt accident, einfach you know. sagen, wir wählen einfach It immer was das a andere Helix aus, treasure falls es map. nur zwei No sind. ordinary nothing like that. I just mean that the map was a mess. So it was the most I could do to figure out that the treasure was probably in Lyra. As for its exact location, Okay, das kennen wir I'd auch say wieder. I've explored Lyra pretty. So I thought of you. Nobody can beat you when it comes to treasure hunting on land, right? Ja gut, die Auswahlmöglichkeiten spielen keine Rolle. Wahrscheinlich ist es das mit dem Chinze Village und der anderen Is Auswahlmöglichkeit. that right? Here's the map. Ja, genau. So, where do you think it is? Jetzt habe ich letztes Mal genau Chinze Dorf gesagt und jetzt müssen wir wahrscheinlich in die Guili-Ebene. Würde nur Sinn The ergeben. Guili Plains. Huh, I never would have gotten that. How can you tell? Der Instinkt eines Schatzjägers. Oh, okay then. So you do live up to the hype. I can't believe you noticed that. You sure have an eye for detail. Let's head over there and take a look. I'll need you to help me zero in on the specific location once we're there. Perfekt, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Also, wir müssen jetzt natürlich noch den Auftrag durchspielen, aber wir sind auf jeden Fall woanders. Das heißt, das Ending müsste aller Wahrscheinlichkeit nach auch anders sein. Genau. It should be around here, right? Who are they? Oh, it's a bunch of treasure hoarders. I guess the treasure's for real then. There are quite a few of them. If things go south and fists start flying, stay behind me. I'm more than a match for these amateurs. Keep digging, boys. Once we have our hands on the treasure, everyone gets a share. You can all hold it right there. Huh? Who's that barking orders? Do you know who you're up against here? Keep going if you got a death wish. What the? It's Captain Beidou. Run, boys, run! Nobody move. Captain Beidou, Lord of the Ocean. This is all my fault. I didn't know who I was up against. I don't have a death wish, I swear. I got a big mouth is all. It's always saying things it shouldn't. I swear I'll wash it out with soap the moment I get back. Please, have mercy. Will you spare us? Well, spare them, at least. These guys are just trying to put food in their mouths. They'd never hurt a soul. If you need to take anyone, take me. Please, let them go. It was me that disrespected you. They never did and never would. Is that right? Fine. Seems like you've got a heart in there somewhere, seeing how you treat your crew. I'll let you off the hook this time. Get out of here! Thank you, Captain Beidou. Thank you. Wait. Yes? What else might the merciful and mighty Beidou require? This treasure's still up for grabs. The Crux fleet honors the rule of first come, first served. You found it first, so name your price. I can't have any rumors going around about Captain Beidou stealing other people's treasure, can I? Captain Beidou, we wouldn't dare take more from you. Take the treasure as an apology for my foolish words. Please, take it. Please. Oh? Well, if you insist. I accept your kind offer, and I'll make you one in return. You don't seem like terrible folks, so let me help you get onto the right track.
If you want to mend your ways and put all this behind you, the Crux can probably arrange some odd jobs in the port for you. It'd be humble work, but at least it'd get you on your feet and making an honest living. A much better deal than what you've got going now, if you ask me. Wow, thank you, Captain Bado. On behalf of me and all my boys. Right. Let's see what we've got in here. Huh. This isn't what we're looking for. Let's look around. Maybe we'll find it. Those rocks look kind of weird. Let's see if there's anything there. Nothing. Let's keep looking. What are those hilly trolls digging for? Wait, actually, I've heard they sometimes dig for buried treasure. Let's go take a closer look. Das habe ich noch nie gehört. Und ich bin der erfahrene Abenteurer von uns beiden. Nope, not here either. War bei der Wende und Scherz. Now that we've searched all the places of interest in this area and come up with nothing, you got any ideas? Was genau ist der Schatz, den du suchst? It's a... Captain Bado! Captain Bado! Huh? Hey, what brings you back here? Captain Bado! Actually, we've just been wandering around nearby. We didn't go far, because we were thinking about what you said, and... Well, me and the boys decided we're ready to move away from all of this and get on the straight and narrow. Oh? Are you sure? Yes, absolutely sure. Okay, then. But I'll warn you right now, you won't have it easy. It might just be menial work in the port, but in the eyes of the general public, you'll be associates of the Crux. So there'll be a grueling test you have to go through before you can start. I understand. Truth be told, Captain, it's only because it's you, the mighty and honorable Captain Bado. If it had been anyone else, I don't think I'd have listened. And since you made us this kind offer, I'd like to ask, if I might be so bold, is there any hope at all for us to become full members of the Crux in the future? Even the tiniest shred of hope? Well, there's no place in the Crux for delusions of grandeur, that's for sure. But then again, everybody has to start somewhere. So, it comes down to you. If you manage to impress me and earn the respect of my crew, then yeah, nothing's impossible. Thank you, Captain Bado. Thank you 1,000 times over. I couldn't help but notice you were searching for something else. It still hasn't turned up. Why? Do you have any clues? We heard about 2 treasures, both in Gwaili Plains. We were still looking for the first one when you found us. So maybe the other one might be what you're looking for. Welcher Ort meinst du? Not too far from here, but I'm just not sure of the exact location. All the info we got about this treasure came from the black market. The answer's hidden inside a poem which goes like this. Drunkenly I gazed at the ruins long forsaken, and lay beneath red leaves whose branches cast a crooked shade. The dusk sun shone upon the sea as I awakened, but Guyan stood twixt weary eyes and the sight of home they crave. As for the ruins long forsaken part, I do know of some ruins near here, but beyond that line, I'm just not smart enough. So a treasure clue hidden in a poem, huh? Don't worry, we got this. See my friend here? If they taught treasure hunting as an art form, you'd probably be calling him Grandmaster. This kind of thing's a piece of cake for him. Am I right? Lass uns erstmal schauen. Okay, then. Let's start by heading to the site and surveying the scene. Maybe we'll find some other clues over there. Okay. Come on, boys. You heard the captain. Lead the way. Time to go. These are the long forsaken ruins from the poem. Apparently they were once full of treasure. But
Judging by the state of them now, it's probably long gone. It seems that we need to dig deeper into this poem. Drunkenly, I gazed at the ruins long forsaken, and lay beneath red leaves whose branches cast a crooked shade. The dusk sun shone upon the sea as I awakened, but Guyan stood twixt weary eyes and the sight of whom they crave. Do you have any ideas? Betrunken schaue ich auf den Platz, wo das Volk verstreut ist und die Leute gegangen sind. Das Schauen bezieht sich vielleicht nicht auf hier, sondern... Ah, somewhere you can see the ruins from. So, somewhere not too far from here? Ich liege auf der Seite in den roten Bäumen und in Schatten. Vielleicht bedeutet es, dass es dort einen roten Baum gibt. Yeah, and maybe the shadow cast by the tree is supposed to hint at something. Ich träumte von dem Tag, an dem ich im Himmel schlief und die Sonne im Meer versank. Hat das etwas mit der Zeit zu tun? Oh, I got it! This guy fell asleep and woke up just before sunset! Dusk and the shadow of a red-leaved tree. I think we can work with that. Let's take a look around. I think we're getting close. Allein schon, weil die Kamera da oben hingezeigt hat, schätze ich mal, es ist das. Aber das ist doch kein roter Baum, oder? Ja. Aber der Baum ist ja nicht rot, der ist orange. At long last, the treasure is finally in our hands. A check from the Northland Bank. What? Wie kann das sein? He found the spot in no time. Without your help, I don't think I ever would have gotten my hands on it. Ich hatte erwartet, dass du nach etwas Speziellerem suchen würdest. To us, this is just a check that you can exchange at Northland Bank for some mora. But to some people, it's of huge importance. When I found the treasure map, it was tightly sealed inside a small bottle along with a letter. I'll let you read it for yourself. Wenn du diese Flasche erhalten hast, bedeutet das, dass ich vielleicht nicht mehr da bin. Ich dachte, dass die Piraten die Fähigkeiten hatten, mich nach Liyue zurückzubringen. Daher ging ich absichtlich an Bord ihres Schiffes. Ich habe nicht erwartet, dass... Ach naja, ich denke, das ist Schicksal. Bevor ich nach Inazuma kam, machte ich mir Sorgen, dass meine alleinlebende Mutter zusammenbrechen würde. Deshalb vergrub ich die Banknoten, die ich in diesen Jahren gespart hatte, an dem auf der Karte markierten Ort. Ich bitte dich darum, die Banknoten zu nehmen und sie in der Bank in Geld umzuwechseln. Du kannst damit tun, was du willst. Ich hoffe lediglich, dass du meiner Mutter einen kleinen Betrag hinterlassen kannst. Ihr Name ist Kotomi und sie lebt auf der Guili-Ebene. Vielen Dank. Tut mir leid, Mutti. Ich habe viele Sakura-Blüten aus deiner Heimat gefunden, aber ich bin nicht in der Lage, sie dir zu bringen. Es stellt sich heraus, dass es der letzte Wunsch eines pflichtbewussten Sohnes war. Ja. Ich kann ihn nicht für was er getan hat, aber... The way things turned out, all I can say is, life is unpredictable. Well, let's fulfill his final wish by taking this check to where it belongs. Damn. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier noch was finde. Wie habe ich das damals übersehen? Ich habe Liyue eigentlich, dachte ich das zumindest, zu 100% abgeschlossen. Aber hier ist einfach noch ein... Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Ja, genau. Ein Rätsel, könnte man das sagen. Oder eine wertvolle Truhe. Krass. Vor allem die Dinger sieht man ja schon von weiter Entfernung aus. Keine Ahnung, wie ich das übersehen habe. Oh. Nice. Zwei Urgesteine. I love it. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? Nehmen wir mal den faulen Weg. Die faule Abkürzung. So. Aber wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass 100% Erkundungsfortschritt nicht bedeutet, dass man alles hat. Lediglich das allermeiste, aber nicht alles. Nicht alles. Aber deswegen ist es cool, dass man manche Aufträge und so wieder in die alten Gebiete zurückführt, in denen man schon mal war. Einfach nur, damit man nochmal durchgeht und dann vielleicht Sachen findet, die einem beim ersten, zweiten, dritten Mal entfallen sind. Okay, hier sind diese Druckplattformen, aber das kann nicht sein. Ja, das ist 1000%ig schon geholt. Kotomi. Aber warum treffen wir uns da unten? Just why? Well, this is it. Oh, boys, it's time for your first job.
Give this check to the old lady who lives in that wooden hut. Tell her it's a welfare payment from the Liyue Ministry of Civil Affairs. Yes, boss. Hust. What's up? Ich habe ein paar Sakura-Blüten, die ich in der Summe bekommen habe, und dachte, ich könnte sie der Oma mitgeben. I see. But you only find Sakura blooms in certain places, right? It must have been quite a bit of work collecting all these, surely. Let's just pick one, huh? One's enough to show that you care. You've already helped me out so much today. Okay, off you go then. Take her the Sakura bloom along with the check. And if she asks, tell her, your child in a faraway land sends his best wishes. Hey, Ehrenmitglied der Krux. Sakura-Blüten auf der Guili-Ebene. Wie die Sakura aus der Heimat im Meer versinkt, so werden auch die Gedanken des wandernden Kindes zu seiner Mutter gebracht. Nice. Na gut, dann war es das eh schon wieder. Das waren alle Ausgänge vom Einladungsereignis Beidou, a.k.a. auch Legendenauftrag Beidou. Und dann können wir hier nochmal reinschauen und uns die Belohnungen holen. Habe ich nämlich vergessen tatsächlich. Ich habe mir nämlich nur genau die ersten drei geholt. Boom, boom. Nice. Ja. Ich meine, die Belohnungen sind schon nicht schlecht. 500 Abenteuer-EP, 60 Urgestein und noch ein paar Kleinigkeiten. Finde ich definitiv okay. Außerdem, wenn man es gar nicht, also wenn man es nicht spielen will sozusagen, dann kann man ja theoretisch alles skippen. Für die Leute, die keinen Bock auf Story haben. Aber naja, auf jeden Fall danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Ciao, ciao.